Leute, ich bin's wieder, euer Tyrant von Tyrant's Supertricks. Heute mache ich ein Unboxing, was ich jetzt lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar stelle ich euch heute einen Ball vor, den ich von Erima zugeschickt bekommen habe. Und zwar den Erima 350 Hybrid Light. Also, dann kommen wir mal zu ein paar Eigenschaften, die der Ball hat. Und zwar ein paar Vorteile, würde ich mal sagen. Also, ein Vorteil an diesem Ball ist, dass er besonders gut vernäht ist, also dass die Naht innen ist, sodass keine Schäden an der Naht entstehen. Und es ist zusätzlich noch ein Kleber aufgetragen, damit nicht so viel Wasser durchdringt durch den Ball. Okay, das ist schon mal eine von den vier Eigenschaften, die dieser Ball hat. Dann kommen wir zur zweiten. Der Erima Hybrid 350 Light hat eine sehr, sehr dicke Außenhaut, was ihn widerstandsfähiger macht und robuster. Viel geredet und dann kommen wir auch schon zum dritten Vorteil. Der dritte Vorteil ist die Konstruktion der Ballblase dieses Balles. Und was ich damit meine, ist, dass man ihn nur bis zu einer bestimmten Härte aufpumpen kann, sodass der Ball ein Soft-Touch-Gefühl verleiht. Und wie ich schon gesagt habe, Soft-Touch-Gefühl, dann noch ein Platz zwischen der Ballblase und der Haut ist. Also, jetzt habe ich schon viele Informationen euch mitgeteilt und optisch gefällt er mir auch gut. Also ich kenne niemanden, der nicht gefallen würde. Und ja, wie der Ball sich spielen lässt, das werde ich in einem anderen Video noch ausprobieren. Und ja, falls ihr Interesse an diesem Ball habt und ihn jetzt schon kaufen wollt, dann schaut, Schleichwerbung, dann schaut in meine in die Infobox, also besser gesagt in die Beschreibung. Und das ist gleich der erste Link, der Ball, also dieser Ball, der Name ist Erima Hybrid 350 Light. Also, falls ihr doch noch sehen wollt, wie er sich spielt, dann schaut euch das nächste Video an. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, also beim nächsten Video. Und damit sage ich auch schon ciao. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch diesen Ball anzuschauen. Und ja, dann werden wir uns bald wiedersehen. Ciao, Alter.